Was für ein schöner Planet. Hoffentlich finden wir hier, wonach wir suchen. Was sind das für welche? Oh, okay. Irgendwelche Außerirdischen. Alien-Mann. Namek ist genauso schön wie in den Broschüren. Ah, Touristen. Weltraumtouristen oder was? So, nee. In der Tat, hier ist es so friedlich und ruhig. Mir gefällt es hier wirklich. Was macht ihr hier? Ja. Ach, endlich treffen wir die ersten Namekianer. Was? Ach, nein, wir sind keine. Ohoho, ihr Namekianer seid ja wirklich niedlich, was? Also, das ist seltsam. Einer von euch hat Haare und der andere nicht. Bei eurem Volk gibt es wohl sehr viele verschiedene Typen. Nein, wir sind keine... Vergiss es, Son Gohan. Es hat keinen Zweck, mit denen zu reden. Die sind in ihrer eigenen kleinen Welt. Wir machen eine Tour des Universums. Das ist Planet Nummer 2432, den wir besuchen. Wirklich? Auf den Planeten, die wir besuchen, sehen wir normalerweise keine Lebensform. Aber wenn wir doch welchen begegnen, bitten wir sie immer, uns herumzuführen. Also könntet ihr zwei uns vielleicht alles zeigen? Wir wüssten es wirklich zu schätzen. Also, momentan ist das etwas schlecht. Ja, ihr solltet diesen Planeten lieber verlassen. Es sind gerade ein paar echt gefährliche Typen hier. Oh, beim Reisen gehört die Gefahr dazu, wenn man Spaß haben will. Oh, so ist es. Ich finde, diese Reise ist gerade etwas aufregender geworden. Zwecklos. Sie hören einfach nicht auf uns. Ich bin schon beeindruckt, dass Freezer und seine Schläger die beiden noch nicht gefunden haben. Vielleicht ist ihr Ki zu schwach, um erfasst zu werden. Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, dass sie hier waren. Ja. Jetzt aber mal im Ernst, ihr zwei müsst hier weg. Die Typen hier sind gemeingefährlich. Oh, es klingt, als ob ihr ziemlich viel zu tun habt. Das ist echt schade. Aber Schatz... Zu zweit werden wir lange brauchen, um das zu finden, wonach wir suchen. Allerdings. Hallo. Ach, was sucht ihr denn? Etwas, das Mari-Stein genannt wird. Was ist das? Das ist ein wertvoller Edelstein, den man nur hier auf Namek finden kann. Laut der Edelsteine des Universums nach Rang ist er auf Platz 19 der seltenen Edelsteine im Universum. Heißt das, weil ihr deswegen den ganzen weiten Weg hergekommen seid, geht ihr erst, wenn ihr ihn gefunden habt? Genau. Was sollen wir tun, Krillin? Was können wir tun? Wir können sie nicht einfach hier lassen. Was, wenn wir ihn finden und zu ihnen bringen? Okay. Der Mari-Stein. Touristen in Schwierigkeiten. Okay, wir helfen euch, den Edelstein zu finden. Oh, wirklich? Ach, das ist ja wirklich hilfsbereit. Was für ein Glück, dass uns nette Namekianer über den Weg gelaufen sind, Schatz. Aber wenn wir ihn finden, verlasst ihr diesen Ort sofort, okay? Natürlich, wir wollen auf unserer Reise noch viele andere Planeten besuchen. Okay, habt ihr irgendeine Ahnung, wo wir diesen Mariestein finden können? Das Radar auf unserem Schiff zeigte, dass er hier in den Bergen in der Nähe sein sollte. Mehr wissen wir nicht. Ho, ho, ho. Hier in diesem Gebiet? Okay, auf geht's, Green. So, nee. Ja.
So, hier muss er irgendwo sein, in dem Bereich. Hier oben vielleicht. Keine Ahnung. Ah, weg, Redin, ich sehe nichts. Vielleicht im Wasser? Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, wo das sein soll. In der Luft wird er nicht sein, ne? Solche Typen wieder. Ich hab keine Ahnung. Hier vielleicht so eine Höhle oder so? Keine Ahnung. Dass das irgendwie unterirdisch ist. So schwer zu finden sein. Überhaupt in so einem kleinen Bereich, das ist ja kein großer Radius jetzt.
gibt's ja nicht. Wie gut ist der bitte versteckt? Hier ist ein Stern, okay. Zum Stern. Bin ich fast genau drauf auf dem Stern. Ich habe keine Ahnung. Das ist vielleicht wieder so ein Anzeigebug, den ich letztens auch hatte. Mit dem NPC, der dann einfach nicht angezeigt worden ist. Ich speichere mal. Laden. Ja. Sabon ist besiegt und Vegeta stiehlt den Dragon Ball, den Krillin in seinem Besitz hatte. Gleichzeitig ruft Freezer das Ginyu-Sonderkommando auf den Planeten, um seine Pläne umzusetzen. So. Jetzt vielleicht. Der Stern ist allerdings weg jetzt. Hä? Das gibt's ja nicht. Da sind wieder Gegner.
kein Stein? Darf das wahr sein? Das für eine Kacke. Ich habe doch echt jetzt gefühlt überall nachgeschaut. Irgendwie. Keine Ahnung. Okay, so eine Runde mache ich jetzt noch. Ganzen Gebirge zerstöre ich jetzt einfach mal, dass ich gescheit was sehe. Der will nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? So easy peasy wäre das eigentlich. Das ist der Edelstein, den das Paar gesucht hat, oder? Wir müssen ihn jetzt nur noch zu ihnen bringen. Nächstes Mal, wenn ich wieder so eine Suchquest habe, mache ich das gleich, weil diese kleinen Berge da stören ziemlich beim Suchen. Dum, 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 dum. War alles niederbersten. Oh. Freezers Truppen. Ah, oh, was machen denn das zwei Deppen wie ihr hier? Ich hätte nicht gedacht, dass hier draußen Touristen rumlaufen. In eurer Haut will ich nicht stecken. Wir haben gerade Befehle bekommen, alle auf diesem Planeten zu töten. Euch eingeschlossen. Verabschiedet euch. Oh, ihr seid ja ziemlich auffällig. Ihr gehört wohl zu einer Bühnenshow. Ihr seid sehr talentierte Schauspieler. Fast hätten wir euch geglaubt. Bühnenshow, wovon zur Hölle redet ihr? Wenn Jungs, pusten wir ihre Köpfe weg. Oh ja, oh ja. Oh, oh, oh nein, Hilfe. Moment. Was ist denn jetzt? Wer bist du? Wagt es nicht, ihnen ein Haar zu krümmen. Wenn ihr kämpfen wollt, kämpft mit uns. Anscheinend gehören die Jungs von vorhin auch zu der Show dazu. Da hast du wohl recht. Viel Glück, Jungs. Legt euch ins Zeug. Bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Aber wir müssen sie schützen.
Fantastisch, was für eine tolle Show. Ich bin so froh, dass wir nach Name gekommen sind und so wunderbar unterhalten wurden. Es war aber keine Show. Sanguan, es hat keinen Zweck. Wenn Sie es bis jetzt nicht kapiert haben, werden Sie es auch nicht mehr tun. Ach übrigens, habt ihr den Mari-Stein gefunden? Ach, ja, das ist er, oder? Oh, ja, das ist er. Ihr habt ihn gefunden. Er sieht genau wie in der Enzyklopädie aus. Ma. Ach, wie schön. Ein Glück, dass ihr ihn gefunden habt. Ihr zwei verschwindet jetzt von Namek, ja? Ja, wir reisen ab. Wie versprochen. Puh, was für eine Erleichterung. Ja, ja. Ursprünglich wollten wir 2 Nächte hier bleiben, aber wir verkürzen es auf 1 Nacht, auch wenn es schade ist. Was? Oh, wir sollten mindestens 1 Nacht bleiben. Schließlich haben wir an nur einem Tag den Mari-Stein gefunden und eine tolle Show gesehen. Wer weiß, was uns morgen noch alles erwartet. Hoho, in der Tat. Ach ja, bitte bestellt den Schauspielern von vorhin Grüße von uns. Sie haben gute Arbeit geleistet. Und sagt ihnen, dass wir uns auf ihren nächsten Auftritt freuen. Hohoho. Mir fehlen die Worte. Ich gebe es auf, die 2 sind ihre. Danke, ihr jungen Namekianer. Dank euch war unser Aufenthalt hier sehr angenehm. Mir gefällt dieser Planet. Vielleicht sollten wir hier irgendwann ein Ferienheim bauen. Ja, genau. So. Ich kann mir vorstellen, dass Son Gohan jetzt dann, wenn wir beim Oberältesten waren, dass er da eventuell auch noch ein paar Sachen bekommt. Also das wäre schon ganz cool. So, er bekommt erstmal was zum Schmatzen. Was macht Krillin da? Was? Das hier gesperrt? Skandalös. Hä? Gambare Gohan. Okay. Saichōrō-san toko wa mou sugu soko da. Hai.
das vorletzte Schiff. Ach ja, genau. Gerade wo ich die Gegenstände bekomme, ne? Ich hoffe, ich habe den noch bekommen hier jetzt. Ich glaube nicht. Oh Mann. Feels bad. Na, schauen wir mal hier runter. Keine Medaillen. Jo. Ein Item. Überragendes, erweckendes Wasser. Yay. Und eine Medaille. Da, 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 da. Da 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 da. Aha. So, da ist das letzte. Oh mein Gott. Ich warte lieber bis die Gegend sicher ist. Und dass das wieder passiert. Ja, jetzt mal. Gelatine. Das habe ich mir schon immer gewünscht.
So, gut. Jetzt muss noch schnell zum Lagerfeuer. Braten wir uns was Schönes. Oh, Kathy, servus. Guten Tag. Alles gut bei dir? Autsch. Bang. Wie geht's? Wie steht's? Auch alles super bei mir, danke dir. Alles tutti frutti. Schön ausgeschlafen, ne? Wochenende ist perfekt. Schöner kann es nicht sein. Was essen wir denn Schönes? Hier, Alien-Weißfischleber. Das wär's doch, oder? Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden. Oha! Weil ich um 7.30 Uhr einen Friseurtermin hatte. Ja gut dann. Aber gut, nach dem Friseurtermin fühlt man sich dann ja auch wohler, oder? Dann halt noch ein kleines Mittagsschläfchen oder so. Ah. Alles möglich am Wochenende.